Herzlich willkommen zurück zu Let's Play für Simpsons Hit and Run. So, wir werden jetzt mal dieses Ding kaputt machen und dann in diesem schwarzen Van steigen wir nicht ein, aber wir entkommen dem schwarzen Van. Also, ach, so, jetzt Moment. Nein, stimmt, wenn ich Doppelsprung mache, dann macht er das. Och, das gibt's aber nicht. Funktioniert die Wippe hier oder ist die fest? Die ist fest. Sehr schön. Ja toll, jetzt liegt das Geld wieder in dieser Ebene, auf der nichts ist, also in der Luft. Ach Mensch. So. Dann machen wir das mal mit diesem Van. Wow, ich brauche 5 Minuten Schläfchen. Ja, das werde ich jetzt auch machen. So, wir folgen mal dem schwarzen Van. Dürfen natürlich nicht auffallen, ne? Deshalb verfolgen wir ihn nur und trampen ihn nicht. Wir dürfen aber auch nicht zu nah dran sein, sonst erwischt er uns. Also er sieht dann, dass wir das irgendwie machen. Ja. Oh, Hilfe. Warum nehme ich eigentlich immer noch dieses doofe Ding hier? Das lässt sich so bescheuert steuern. Ich glaube, ich weiß, wo er lang fährt. Aber okay. Fahren wir halt mit diesem doofen Teil hier. Hey, pass auf! Ja, ich bin der bereit. Böse, böse Homer. Ich komm, der Van fährt auch wieder. Die KI ist echt erstaunlich. So, wir fahren mal jetzt ordnungsgemäß auf dieser Spur. Okay, das ist doch nichts mit ordnungsgemäß. Ach, der fährt doch hier durch. Ja, toll, jetzt hat der das Geld bekommen. Danke. Vielen Dank auch, schwarzer Van. Nein. So. Ins Atomkraftwerk, natürlich. Huch, nicht zu nah auffahren. Ich glaube, ich habe mir was gebrochen. Ich finde es immer wieder schön, hier durchzufahren mit diesem Teil. Uff. Ja, ich auch nicht. So, durch die grüne Krütze hier. Auf jeden Fall nicht irgendwie radioaktiv oder sowas. Ach, hier ist nochmal die tolle Musik gewesen. Und die Biene. Juhu, Geld. So. Mr. Burns steckt dahinter. Bösartig nachspionieren passt zu ihm. Dieses verknitterte alte Affenskelett. Alle sind Kluschen. Außer mir. Ganz genau. Da läuft Krusty. Hallo Krusty. Sagt er was? Sehen sie irgendwie genau gleich aus. Und der Typ da ist übelst. Naja. Ich sag mal, heruntergestuft von der Auflösung her, so von den Details her besser gesagt. Damit das alles wahrscheinlich ressourcenschonend funktioniert. So, der macht irgendwie nichts. Naja. Auch egal, ich nehme jetzt nicht dieses doofe Teil Aua, hier. Mein Schritt ist ganz wund. Sitzen ist am schönsten. Ja, das stimmt allerdings nicht immer. So, durch die Allee hindurch. Durch die Allee hindurch. Mit einem Sattel. Ha, stimmt, das Teil war ja auch noch hier. So. Kamera, bitte. Danke. Haha. Ich mag das Teil. Auch wenn es immer extrem schnell kaputt geht. Aber es ist schnell. So muss ich denn lang. Huhu. Haha. Uff, stimmt, da war eine Brücke. Ich will es nicht kaputt machen. Die Hupe passt auf jeden Fall zu dem Teil. Ja, und so schnell brennt das nämlich dann schon halb.
Hallo, Marge. Mr. Burns spioniert allen nach. Wir müssen ihn verfolgen. Jetzt nicht, Homer. Ein neues gewalttätiges Videospiel ist auf dem Markt. Und das müssen wir loswerden, bevor es Kinder schlecht beeinflusst mit seinem Blupsern und Piepsern. Aber das klingt doch herrlich. Und genau deshalb sollten wir es vernichten. Wie du meinst. Na toll. Jetzt müssen wir ein Spiel vernichten. Das sehe ich aber anders. Ach ja, das war doch diese Folge da, wo irgendjemand irgendwas in den Kamin geworfen hatte. Ich kann mich noch leicht daran erinnern. Der Bone Storm Sturm. Rammt den Lieferwagen und sammle die Bone Storm Spiele ein, ehe die Zeit abgelaufen ist. Ich gebe mein Bestes. Irgendwie sehr eintönig, wenn ich mal so drüber nachdenke. Ach ja, und das Auto von Marge. Stimmt. Da war ja was. Ach du meine Güte. Wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Was komm, lass fallen. Du dir dabei? Stimmt ja, die hat ja ein eigenes Auto mit diesen ganzen Einkaufstaschen. Juhu. Ach, da kommen Erinnerungen hoch. Ah. Oh, weia. Ich bin nicht versichert. Ich schon. Nicht aufregen, so. Marjorie. Ganz ruhig. Ach, das war ja sehr angenehm. Riech meinen Staub. So, und rein damit. Ich kann das nicht so gut. Fährt da etwa der Maulwurfmann? Sah aus, als fährt er. Das ist wieder andere. Das ist nicht der Maulwurfmann, das ist dieser bärtige Alte da, der immer mit Grandpa rumrennt. Oh, das hatte ich gerade gepunzt. Oder Abraham. Versuchen wir es mal. Komm nochmal. Und los. Ha. Gute Wahl. Ich bin ein super durchtrainierter so, tschüssi. Bleibt jetzt einfach stehen? Hä? Ist weg. Toll. Ich wollte mal gerade nochmal den Typen angucken, aber okay. So, tut mir leid. Aber er hat immer eine Lichthupe gegeben. Hallo. Das ist ein richtig mies. Na, geht eigentlich so. Es hat den ganzen Tag geregnet. Daran ist das Establishment schuld. So. Wenn wenigstens die Kinder mehr Videospiele spielen würden, bei denen es ums Teilen geht. Marge, du weißt doch, dass ich verrückte Vorhaben verabscheue. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, ich muss meinem Boss nachspionieren. Du kannst nicht mal. Alles klar. Es ist gut, dass er das zu seiner Frau sagt. Du kannst mich mal. So, geht's ja hintereinander weg, ne? Aber... Oh, Seitenstechen, das tut weh! So, das stimmt, Seitenstechen tut weh. Ich hole uns mal hier das... Ja, viel andere Auswahl haben wir jetzt nicht. Ich brauche deine Hilfe! Aber mein noch Auto besser wie dieser Schneepflug. Schläft. Ja, mein Auto schläft. Dann fahren wir mal zum Atomkraftwerk. Ja, hier ist eine Schulzone. Das kannst du doch... deinen Lehrern erzählen. Die können das bestätigen, falls es so ist. Wenn nicht, dann werden sie das... Uch. Tut mir leid. Ich möchte euch nicht totfahren. Wenn nicht, dann werden sie das... Naja. Nichts hält ewig. Nichts hält ewig. Manches schon. Zum Beispiel Liebe. Einige davon. Was will der jetzt da machen, der Typ hier? Er hat ein Ausrufezeichen auf dem Kopf. Das heißt, er macht irgendwas Besonderes. Nee, das heißt eigentlich nur, er hat eine Quest für uns, aber wir machen erstmal zum Atomkraftwerk. So, wen interessiert das? Aus dem Weg. Hier kommt Homer. Und wir hatten noch nicht einmal die Polizei am Hals. Jetzt habe ich einen Plattfuß. So, da überall Duffbier im Hintergrund. Hier ist ein creepy Kühe. Und wir fahren jetzt, tut mir leid, ins Atomkraftwerk. Tut mir leid. Nein, so. Hey Homer, sieht aus, als wäre das wieder eins deiner typischen Abenteuer. Gefahr! Mr. Burns! Medikameras! Schwarze Vans! Ein Glück, dass ich betrunken bin. Dämliche Trunkenbolde! Oh nein!
Der wird Mr. Burns warnen. Nicht zu fassen, dass ich am selben Tag gegen denselben Typen nochmal antreten muss. Alles klar. Ich glaube, er bildet sich viel ein. So, für Fat and Furious sei schneller als Smithers beim Anwesen von Mr. Super. Burns. Schon wieder Smithers. Hallo. Es ist ja jetzt... Hallo. Unglaublich, muss ich ihm hinterherfahren, weil... Vibrationen, Kribbeln in den Füßen. Das gibt's aber nicht. So. Die haben das eiskalt gesperrt, das Ding. So, dass man nicht da durchfahren kann. Och man, das ist jetzt nicht wahr. Das war die beste Idee überhaupt. Alle weltlichen Güter sind vergänglich. Ja, das stimmt. Wenn das halt auch wieder nicht... Doch, es hat gereicht. Wir sind zwar durch die Tafel, aber okay. Kann ich den nicht auch wieder kaputt fahren und dann hat sich das... Boah. Nein. So, jetzt schaffen wir das. Immer schön den Weg abschneiden. Konzentrier dich. Falls es geht. Hier geht's zum Beispiel. Ha! Und schon ist er hinter uns. Das war schon vorher so. Gut. Die Folge ist zwar eigentlich vorbei, aber wir machen das natürlich noch zu Ende. Ist ja klar. So, die Tafel ist auch wieder repariert. Das ist schön. Friss meinen Staub! Und da sagen die Leute, ich sei zu langsam. Moment mal, das war ja eine Beleidigung. Mist, das hätte jetzt nicht passieren sollen. Aber wir schaffen das trotzdem. Ist nein. So, ich weiß nicht, ob das sehr schlau wäre, über den Schulhof dann zu fahren, aber ich glaube, das bringt es nicht so. Ich habe die Kontrolle verloren. Wir fahren einfach mal so hier. Tut mir leid. Tut mir leid. So. Da oben war so eine Karte, wenn ich das richtig gesehen habe. Mist, da hätte ich auch... Naja, toll. Jetzt fahre ich hier lang. Nein, 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 der kommt immer näher, der kommt immer näher. Ziellinie erreicht. Mr. Burns, hallo. Sie, Montgomery Burns, es ist alles nur Ihre Schuld. Ich klage Sie an. Sir. Bitte, ich geb's zu. Ich hab Amelia Earharts Flugzeug abschießen lassen. Dieses Vibes-Bild wurde zu dick für ihre Reithose. Nein, sie spionieren Springfield aus mit ihren schwarzen Vans und ihren Überwachungskameras. Schwarze Wagen? Stehen die nicht irgendwie in Verbindung mit so einem Pizzaladen? Was? Nur Pizzalieferwagen? Ich bin ein fünftklassiger Idiot. Smithers, lassen Sie die Hunde los. Wenn dieser Einfallspinsel ein Angestellter des Kraftwerks ist, entlassen Sie ihn sofort. Ich bin sowas von raffiniert. R-A-F-N-I-R-T. Raffiniert. Level vollendet. Story-Mission 7 von 7. Bonus-Mission. Wir haben das schon geschafft. Ja, auf jeden Fall speichern. Ja, jetzt wisst ihr, welchen Tag wir haben und wie spät es ist. Also, wie spät es vorher war. Jetzt ist es inzwischen später. Ja, bin ich mir sicher. Allerdings stimmt die Zeit irgendwie nicht, weil... Was? Er schickt uns direkt ins nächste Level. Ja gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Chill mit Öl, haut rein und bis dancen. Macht euch noch einen schönen Tag.